Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich sage vom Aufstehen. Oh, vergessen, was soll's. Wer kommt denn jetzt rein? Was ist das? Ach nein, nicht schon wieder. Oh nein. Warum? Warum legt jeder Feuer in mein Zimmer? Hi. Stimmt, sie mag Fleisch. Habe ich vergessen. Verdammt, ich hätte das erraten können. Ich hätte natürlich auch ihre Stimme erkennen können, aber ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir von ihr geweckt worden sind, ne? Ja, hi, Bro. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ich bin ein trauriger kleiner Hund. Ich glaube, ich gehe ein bisschen hier. Ich laufe ein bisschen Gefahr, ja, durchzudrehen mit den Kostümen. Ich wurde noch nie von Timera geweckt, oder? Doch, anscheinend schon. Doch, anscheinend schon mehrere Mal. Ich kann mich erinnern. Wenn auch so viele Leute. Will ich nie im Leben kriegen. Aber man kann es ja versuchen. Gibt es jetzt hier irgendwas? Nein? Okay, cool. Ich habe vielleicht eine Vermutung, dass man, wenn man hier irgendwie was, wenn man damit spricht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht die DLC-Klamotten bekommt, wenn ich die abgeschlossen habe. Gab es im Fire Emblem Three Houses auch, ne? So. Wir machen heute mit dem nächsten DLC-Kapitel weiter, ne? Aber vorher gucken wir uns noch ein paar Supporterinos an. Ich habe für meinen Hauptcharakter keine Supports hier freigeschaltet. Ja, ich weiß auch nicht, glaube ich, das handhaben soll. ベルファタク。ああ、本当さ。幼い頃から父に連れられて漁に出ていたから、釣りも魚料理も得意中の得意でね。世間で知られている料理は一通りできるよ。魚だけじゃなくてタコやイカや貝類もいける。 まあ、素晴らしいです。では難しい食材もお手の物なんですね。そうそう。一度巨大魚を取ったことがあってね。部位ごとに違う料理を作って町のみんなに振る舞ったんだ。それを聞くだけでもかなりの腕と見ましたでしたらやはり徹底的に叩き潰さないと。また、die eigentlich für Probleme, die Alte. なんだい。物騒だね。ザフィアさん。申し訳ありませんが、この界隈で料理上手といえば私です。料理上手は2人もいりません。というわけで勝負です。ファンマタオボネットアウフ。ヒンターイヤ。え。なんかエヴァのリプラムジークフォンジョジョズビザーアドベンチャー。あ、いやいやいや。ま、まあ、いいけど。 Ich habe gehört, jemand will mir den Titel als Spitzenkoch streitbar machen. Das kann ich nicht zulassen. Du sterben, Frau. Eine Minute später. Ja, ich würde gerne eine Anzeige erheben gegen diese Olle. Dafür beschwert sich einfach an mir. Ja, ich würde die gerne anzeigen lassen, ne? Ich fühle mich irgendwie sehr unsicher bei ihr. Alles klar. Die beiden. Oh ja. Stimmt. Darf ich auf dich reiten? ベイル様とお話ができるなんて幸せです。そうなんだ。大抵の人は私のことを怖がるのに。僕、田舎の小さな村出身なので、珍しい人や物に憧れがあるんです。だからこんなにもありがた存在を嫌いになるわけがありません。確かに珍しいとは思うけど、もしかして僕が近づくのは迷惑でしたか？
僕が珍しい。それならベイル様と同じですね。あ、ごめんなさい。僕なんかがベイル様と同じだなんて。そんなことないよ。ちょっとびっくりしただけ。私のことを人と同じと言ってくれるなんて。とっても嬉しいわ。メリー。これからは珍しいもの同士仲良くしましょうね。 Alles klar. Das war einfach. Wirklich gut. So, und dann haben wir Mobier und Ember. Mich beide zum Stall geschickt, haben sich sofort angefreundet. Mobe! Mada Kevi und Stekrete Itanaka. Mo, so ich kann ja Sundekre. Oder gar Kade. Ja, da ist auch da. Kini Suda. Mattake. Antani war Tamaga Sagarze. なぜだ。だってずっとピシッとしてるからさ。一体いつ休んでるんだ。今だ。警備など休んでいるようなものだからな。そんなこと言ってちゃダメだぞ。ちゃんと休まないと。必要ない。休みたいと思わない。すごいけど。それじゃ疲れが取れないんじゃないか。心配無用。疲れなどたまらない。 Stets wachsam, Mobier kann auch mit offenen Augen alle Leute überwachen. とにかく今夜は休んでくれ。警備は俺が変わるから。断る。もうわからないやつだな。だったら力尽くて。どうした？なんか力を込めた時に筋を違えてしまったようだ。 どうやら休むべきなのはお前のようだな。Get on my level, bro. Ich bin ja das Alpha-Tier und das Alpaka-Tier. Nein. Okay. Ich finde gerade irgendwie so viele Leute jetzt mal unten rumlaufen. Aber jetzt wahrscheinlich noch vom letzten Level, ne? Ich glaube, im Ladebildschirm laufen immer erst die Charaktere rum, die ich im letzten Level benutzt habe, ne? Also im letzten Story-Level. So viele Charaktere hatte ich definitiv nicht im DLC-Level. Außerdem sind da keine DLC-Charaktere. Also. Gut, dann. Oh, nichts gespawnt hier. Alles klar. Dann können wir, bevor ich sie vergesse, erstmal den Bodengott wieder besänftigen, ne? Damit nicht wieder vergessen, irgendwie was reinzupacken. So. So, ich glaube nicht, dass ich Elfenflug brauche. Elfenlicht. Ich wollte Elfenlied sagen. Elfenlicht kann ich bestimmt noch mal gebrauchen irgendwann. Was nehmen wir denn? Ich habe übrigens überhaupt nichts aufgerüstet seit dem letzten Part. Von daher. Dreck. Dreck. Ah, es kommt wieder darauf aus, ne? Natürlich ein Kart, ist klar. Ja, dann tun wir einen Elfen nicht rein. Ja. Ah. Alles klar. Und dann geben wir was Futter an. Wer hat denn heute Futterschicht? Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeguckt, ob das irgendwie. Okay. Ich dachte, sie fühlt sich nicht wohl, so im Sinne von als Koch oder so. Sagen wir, packen wir ihn hier mal rein. Ne? Ich habe jetzt hier relativ viel Auswahl. Ich würde sagen, immer noch Bale, ne? Weil sie hat noch mit anderen Leuten hier.
Alfred, Andreo. Ja, ne, tut er nicht die Dämonengötter? Ne, den Wirmgott, ne? Oder den Dämonengott? Ich weiß es nicht. Irgendjemanden tut er anbeten. Ich weiß noch nicht wen. Machen wir die beiden. Und frittierte Eier. Nein, anscheinend nicht. Und Stärke und Verteidigung. Oh, ist aber weiß Mittel. Ja, mal jemand anderen. Hat er irgendwie einen Einfluss darauf, ne? So, Clan. Ja, das möchte mit Knoblauch. Warte mal. Ja. Ich meine, sind da Fische drin? Ja, Sardinen oder alle. Ja, sonst nehmen wir die Fische los. Ja, ich warte mich. Ich nehme heute kämpfen. Ich weiß schon. Ne? Die Leute von Brodia. Ey. Da war es nicht so gut. Noch nicht mal eine Ration bekommen davon. Da habe ich ja noch irgendwie was. Mal langsam gebe ich die Punkte ehrlich gesagt aus. Wenn ich jetzt hier für jedes Kapitel irgendwie mehr Charaktere vorbereite, ne? Aber dazu gleich mehr. Gucken wir uns erstmal diesen hier Support an. Könnte der auch ein Fanclub für sie? Schließt sie sich mein Fanclub an. これはピクルスを漬けているんです。ピクルス。聞いたことがない食べ物だわ。野菜やお肉を酢漬けにして作る保存食ですよ。今新しい味に挑戦してるんですけど、一つ食べてみますか。そうだね。いただいてみようかな。 僕、ピクルス作りには結構自信あるんですよ。あまり味がしないわ。え、そうですか？結構酸っぱいと思うんですけど。味に刺激が足りないのよ。唐辛子をたくさん追加したらどうかな。そんなことしたらピクルスじゃなくなっちゃいますよ。本当にそうかしら。 Ja, verstehe. Mag sie scharfes Essen, weil sie ein Drache ist? Mag ich scharfes Essen, weil ich ein Drache bin? Ich weiß ja gar nicht. Tatsächlich。僕は自分の知っているピクルスを作っているだけだったんだ。そんなことじゃ今以上に美味しいピクルスは作れない。ペイル様、すごいです。そういうことだから。 Sauer und scharf. Ist wie süß sauer, nur sauer und scharf. Okay. So, offscreen habe ich wieder ein paar Charaktere, ein paar Bandlevel und so auf Level 15 gebracht, ne? Was langsam etwas kostspielig wird, ne? Wenn ich das für jeden Charakter mache. Wir haben noch zwei Nationen vor uns, ne? Also da wird ganz schön kostspielig. Ich habe noch 15.000 Punkte, was jetzt nicht sehr wenig ist, aber ich meine, ich habe irgendwie so 10.000 nur so verballert beim letzten Mal. Also solange die nicht irgendwie irgendwo reinkommen, wird das schon langsam ein bisschen happig, ne? So, und diesmal habe ich auch nicht 12 Charaktere vorbereitet, weil wir ja noch DLC-Charaktere haben, die platziert werden müssen. Wir können wahrscheinlich sowieso nicht alle Charaktere platzieren. Ja, Diamant habe ich zum Beispiel mit Ike trainieren lassen. Gucken wir uns am Ende des Parts an, ne? Die ganzen Bandgespräche, ne? Lapis und Lucina auf Level 15, damit die halt hier diese ganzen coolen Waffen bekommen, ne? Das Mullergear und so, ne? Den habe ich Lin gegeben, damit er schön vom weiten Schaden macht. Das müsste eigentlich gut genug sein, ne? 44. Ich weiß nicht, ob er auch im ob seine DLC-Version auch so stark ist, ne? Da ist halt das Problem. Ich tue jetzt hier alle Ausrüsten und so, ne? Aber wenn ich dann gleich im DLC bin, dann haben die wieder komplett andere Ausrüstung. Dann haben die noch die ganzen Ausrüstungen, die ich letztes Mal im DLC hatte. Also
glaube, ich habe mir aber irgendwo, warte mal, ich habe ja mal kurz meine Notizen ja nachschauen. Ich glaube, ich habe mir die, ja, ich habe mir die so alle notiert, ne? Ich habe mir mal notiert, für welche Charaktere ich dieses Kapitel benutzen will. Ich habe sogar die DLC-Charaktere notiert, ne? So Nell und Nil und Celestia. Celestia werde ich wieder Sigurd geben, Nil gebe ich bei Lev und Nil gebe ich bei Lev und Nell gebe ich Roy. Das ist bestimmt nicht so eine schlechte Kombination, ne? Und dann den Rest habe ich mir dann so hier notiert, ne? Ich habe sozusagen alle Charaktere von Brodia mal ausgerüstet, ne? Ich mal annehme, im letzten Part hieß es ja so, wir gehen jetzt mal nach Brodia und tun uns da den Ring, ne? Von daher nehme ich an, wir kämpfen gegen die brodianische Königsfamilie. Und oh, ich kann einfach so hier hingehen, cool. Da habe ich dran gedacht, ich habe jetzt einfach instinktiv darauf geklickt, aber hey, kann man auch. Und ja, das heißt, wir werden gegen Diamant, gegen Alchrist und so kämpfen, nehme ich an, ne? Ich würde schon mal raten, ne? Da die Charaktere ja anders sind in dieser Welt, ne? Ich meine Vermutung ist wahrscheinlich, dass Alchrist irgendwie voll mutig und voll aggressiv ist und Diamant irgendwie genau das Gegenteil. Also ich, meine Vermutung ist irgendwie, dass die beiden den Charakter geswitcht haben. Das ist irgendwie halt offensichtlich, was ich machen würde in der Situation. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht ist da was anderes hier. Ich habe außerdem das Gefühl, falls wir Gris bekommen, ne? Also hier auch ein Mitglied der Bluthunde. Weil wir haben ja schon Celestia, ne? Wir haben ja schon Zephyr hier bekommen, ne? Meine Vermutung wäre einfach, dass falls sich Gris uns hier anschließt, weil die Version, diese Weltversion von Gris, dass der irgendwie, weil nicht, auch voll im verdrehten, voll die verdrehte Persönlichkeit hat, ne? Der echte Gris ist ja irgendwie, weiß ich nicht, ja, voll der Masochist und Sadist, ne? Und ich würde irgendwie lachen, wenn der in dieser Welt irgendwie ein Heiler ist. Also der irgendwie alles dafür verhindert, irgendwie Schmerzen auszuteilen oder so. Voll der Pazifist oder so. Da würde ich irgendwie lachen. Aber werden wir ja sehen, ne? Dämonenwald 3. Was machen die überhaupt mit Morvier dann? Weil Morvier ist ja schon gut eigentlich, ne? Wir können ja nicht nochmal Morvier kriegen, ne? Der ist wahrscheinlich voll böse in dieser Welt oder so. Keine Ahnung. Ja, ich bin schon so irgendwie ein paar Theorien so im Kopf durchgegangen, was hier alles passieren könnte, ne? Aber werde ich ja schon sehen in den nächsten Parts. So, jedenfalls, wir gehen zur Dämonenwelt 3. Königliche Straße. Die Gruppe schickt Firenz Emblem schlafen und sucht im Brodia weitere Armringe. Na, gucken wir mal. Cutscenes in diesem DLC sind ganz schön lang. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst, weiß nicht, Minute 50 Kriegsfahrt hier irgendwie zum Spielen kommen. Da ist Gris. Ah. Ich glaube, wir kriegen echt Gris in diesem Kapitel. Warte mal, kriegen wir auch eine Alternativversion von Mani? Da würde mich ein bisschen beugen. Aber auf der anderen Seite ist sie ja gestorben, ohne dass wir irgendwie eine Chance haben, sie zu rekrutieren. Dann hätten wir nämlich alle Bluthunde mehr oder weniger auf unsere Seite in irgendeiner Form. Ich bin mir ziemlich sicher, machen die sogar, ne? もちろんですわ。ヒリュに乗れないのが辛いですけれど。私たちはブロディアに向かっているんですよね。なぜずっとこのような道なき道を。ブロディアは戦嫌いで有名な国。今の私たちではまず入国は不可能です。加えて、セキュリティ kommt mir übrigens auch voll bekannt vor. So der Haarstil, irgendwie so der Gesichtsausdruck, sieht irgendwie aus wie irgendjemand, den ich schon mal gesehen habe, ich weiß nur nicht wer. Vielleicht bilde ich mir da mal nur ein. Warte, was hat sie gesagt? Ihr ganz jung ist ja anders als jeder andere. Da müssen wir das Land in Geheim betreten. Aber um es funktionieren, wir gehen nicht mehr nach Brodia. Wir sind bereits da. Für den Krieg, dass es Krieg hasst, ja.
Sie hätten uns nicht geschafft, die Grenze zu überqueren. Okay, auch wieder voll verdreht, ne? Ja, ist klar. Die kriegstreibende Nation ist voll pazifistisch hier. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen die, ne? Logische Schlussfolgerung, ne? Also, Alchris. So wie damals. Oder ist es Chris? Ja. Gregory? Also wir kriegen alle Bluthunde, alle guten Versionen der Bluthunde. Dann noch mal wir und Mani, ne? So ein Heiler. Ich würde lachen, wenn du ein Heiler bist. Da muss man aber jetzt schon so ein bisschen erwähnen, dass das ein ganz klein bisschen faul ist, ne? Also, wir haben mal ein DLC mit uns mit neuen Charakteren, ne? Und wir werden mehr oder weniger Charaktere recycelt. Da muss man also ein bisschen erwähnen, ne? Das ist jetzt. Ihr könnt ihr nicht einfach einen anderen Namen geben. Das sind nur leicht abgeänderte Charaktermodelle. Ich habe übrigens mal nachgeguckt und angeblich kann man dieses DLC schon nach Kapitel 6 spielen, ne? Ich weiß nicht mehr, was Kapitel 6 war, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ab Kapitel 6 haben wir noch gar nicht alle Bluthunde getroffen, ne? Deswegen mein Hauptcharakter jetzt irgendwie nicht anspricht, irgendwie so, hey, warte mal. Weil ich finde, er müsste irgendwie so ein bisschen so reagieren, so, hey, warte mal, bist du nicht dieser sadistische Typ aus meiner Welt? Aber ich bin mir nicht sicher. あ、決まりばい。グレゴリーはブロディア。残る2人はそれぞれイルシオンとサム。棟梁は私が務めておりますの。私欲の棟梁セレスティアといえばちょっとは名の知れた将なんですから。騒がしくて悪目立ちしてるだけだろ。なんですって?ノー、暴力は反対だぜ。 Halt nicht danke, bitte keine Gewalt, Mann. Bitte keine Gewalt, ich hasse es. なんですか?記憶か?追っ手に見つかったようだ。悪い悪い、参ったと思ったんだがな。どういうことですか、グレゴリー?踏み込んだ偵察をしたら感づかれた。逃げても逃げてもしつこくてね。向こうの数は1、2、3。 僕たちよりかなり多いね。どうなったら逃げよう。応戦しなくていいのですか。追っ手であれば国境兵かよくてこの騎士。王族でもなければ腕は思っていません。Dafür müssen gar nicht gegen die rhodianischen Kollegen kämpfen, ne? Wer kann cool, kann ich. Er ist doch bestimmt ein Priester oder irgendwie so, ne? ここなら大丈夫そうだな。しばらく身を隠してやり過ごそう。少し前を思い出すよ。Ich guck mal kurz bei Google.
Ich will mal wissen, welches Kapitel nochmal Kapitel 6 war. The Stolen Ring. Das war die, wo wir Yunaka bekommen haben, das Kapitel. Ich glaube, da konnte man schon das DLC beginnen. Haben wir da überhaupt schon die Bluthunde getroffen? Die haben wir doch erst getroffen, als wir hier dieses eine Kapitel gemacht haben, wo wir Sombron zum ersten Mal gesehen haben. Deswegen nehme ich an, irgendwie, da wird so programmiert, dass mein Charakter diese Charaktere alle nicht kennen dürfte, ne? Weil wir noch keinen von denen potenziell hätten treffen können, ne? Das hätten die ja noch mehr programmieren müssen, ne? Einmal, wenn man irgendwie die Charaktere getroffen hätte und einmal, wenn man nicht, ne? Ist aber ein bisschen merkwürdig.私たちと同じように正体不明の敵と戦うということでしょうか。目的はそこじゃない。おそらく腕輪の力を得ることだ。戦技雷の国なのに力を得ることを望むのですか。それなんだけどね。紋章師の腕輪は状態によって集めた際の効果が変わるんだ。目覚めた状態で7つを集めると以前言った通り 強大な力が与えられる。でも眠らせた状態で7つを集めると全ての攻撃を無効化する力が与えられます。全ての攻撃を、つまり徹底的な守りに入れる。戦技雷の国にとっちゃ強大な力なんかよりももっとずっと価値のあるものなんだろう。だとしたら 紋章師を眠らせる必要がある。姉さんを狙ってくる可能性があるんじゃないかな。神竜王城への刺客ってもしかしてブロディアの可能性はありますね。まあ憶測も含んでるからどうにもだがな。確かなことはブロディアは挙兵をもくろんでいること。そしてその日はもう近いってことだ。へえ、そこまで掴まれているのなら。 Oh, da ist Alkos, ne? Das ist Alkos, ne? Usso, Kehai war Schimassen des Tabayo? Tada no Heishi Janai. Orewa. Brodia Ozak. Wir müssen doch gegen die kämpfen. Imasta, yo, Aniue. Kono Tedo. すぐに仕留めてください。我が兄ながら情けないですね。短期ではないと踏んで、わざわざ泳がせておいたのだ。お前は我が弟ながら思考が足りん。残念だ。これ、übersetzung。次に会いまで、戦場でないと。あ、すいません、übersetzung。 Der Diamant ist noch halbwegs so in seiner Welt, in unserer Welt. Nur ein bisschen aggressiver. そのような気は毛頭ないのでしょ。バレましたか。戦の目は積むに限る。かつての仲間を手にかけるのは胸が痛むが、ここで死んでも。総員、奴らを始末せよ。ただし、Lは生きたまま捕らえろ。 状況が変わりました。応戦しましょう。ihr seid hier。wir sind auch hier。wir sind kämpfen。ich bin auch hier。これまでのような働きを期待しています。言われずとも、
Wenn ich einfach nur im Hintergrund stehe. Ich bin ja der Hauptcharakter. Hört auf, mich zu disrespekten. Okay, cool. Eine Sache möchte ich mal nachgucken. Da habe ich mich nämlich gewundert seit dem letzten Kampf. Okay. Warte mal, ist das die Brücke, wo wir gegen Hortensia gekämpft haben damals? War es aus einer anderen Perspektive? Nee, das vor dem Schloss, ja, alles klar. Was ist das hier? Das ist so ein komisches Gebietchen hier. So, da ist Diamant und er hat... Ach, er hat einen Charakter, den wir noch gar nicht gesehen haben. Ah, sie ist nämlich... Das musste ich erstmal nachgucken, wer sie ist, weil ich kannte sie überhaupt nicht. Aber sie ist ein Charakter aus Fire Emblem Heroes. Und zwar, ich glaube, da werde ich irgendwie drauf ausgehen, wenn ich irgendwie, weiß nicht, das DLC spiele. Aber sie ist ein Charakter von Fire Emblem Heroes. Und ich habe erst gar nicht gewusst, wer das ist. Was ist das? Oh, Projektil. Magisches Projektil. 3 bis 8. Das ist aber nicht unendlich, ne? Warte mal, bist du... Ist das eine Kanone? Dann bist du ein Lancer aus Valkyria Chronicles? Seiner zu Beginn der nächsten Spielphase einen Flächenangriff mit Treffergarantie ausführen. Die einer verliert ihren ausgerüsteten Waffe. Oh nein. Magiekanonier, gepanzerter Infanterist, der mit einer Handkanone ausgerüstet ist, führt Fernangriffe aus. Alter, was? Sie sehen aus wie diese Lancer-Einheiten aus Valkyria Chronicles. Wenn sich daran nicht erinnert, das habe ich mal vor, weiß nicht, vor 7 oder 8 Jahren irgendwie hier auf dem Kanal Let's Played. Das war, glaube ich, mein drittes Projekt auf diesem Kanal. Und das ist interessant. So, die sind alle Generäle. Was sind wir? Wir sind Level 21, 1, wir sind weiser. Level 1. Okay, wir sind nicht gegenüber alles hier unter der Welt. Wo ist Alchrist? Ja. Und er ist eine Ballista, oder? Bewacher. Ein Bogenschützer, der seinen Stolz verloren und seine ritterliche Tugend aufgegeben hat. Ich kann alles. Wird ein Verbündeter innerhalb von 2 Fällen angefangen. Die Einheit stärkt +3 für eine Runde. Okay, er hat nur einen Silberbogen. Er sieht mir relativ easy aus. Rodias Prinz ist einer anderen Welt. Überheblich stolz blickt er auf seinen schwachen Bruder herab. Alles klar. Muss ich mir mal nachgucken, ja? Diamant ist auch Bewacher, ne? Ein Schwertkämpfer, der seinen Stolz verloren und eine ritterliche Tugend aufgegeben hat. Schwertkämpfer mit einer Axt. Diamant, Brodias König aus einer anderen Welt. Zögerlich und Pessimismus rauben ihm alle Entschlossenheit. Sind Armring der einsamen Erbin. Ja, und sie ist ein Charakter aus Fire Emblem Heroes. Und zwar ist sie. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich kenne jetzt nicht viele Charaktere vom Fire Emblem Heroes, aber ich kannte noch so ein anderes Mädchen, so neben den Hauptcharakteren. Und anscheinend ist dieses Mädchen, an das ich gedacht habe, sie. Aber irgendwie sieht sie vollkommen anders aus. Ich habe mal irgendwie auf Wikipedia-Seite geguckt und irgendwie steht da irgendwie nur so, weil nicht. Die Version, die ich kannte, war irgendwie Buch 1 Version und diese Version ist irgendwie Buch 3 oder 4 genannt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ja, keine Ahnung. Es ist halt, aber darauf komme ich noch mal zurück, wenn wir irgendwie das DLC von ihr spielen, ne? Jetzt werden die mal hier angezeigt. Gut, ich glaube, da waren die aber auch schon vorher, ne? Also ja, ich komme noch mal darauf zurück, wenn wir gegen die mal antreten im DLC und wir die freischalten. So, jetzt muss ich mal kurz meine Notizen nachgucken. So,
Ich will auf jeden Fall Alquist und Diamant mitnehmen. Diamant, Alquist. So, und ihn habe ich jetzt gar nicht mit eingerechnet. Aber ich glaube, ich habe niemanden Mikaya gegeben. Aber er kann schon Stäbe benutzen. So, Diamant habe ich Ike gegeben, ne? Hatte ich gerade gesagt. Ja. Ist ein bisschen blöd, als wenn ich die... Ich habe mehr oder weniger zwei verschiedene Inventarien. Und... Warte mal, da fällt mir gerade ein. Irgendwas wollte ich nachgucken. Wir sind schon... Ah, wir sind jetzt weiterentwickelte Einheiten, alle. Cool. So, Elite-Schütze, Thronerbe, alles klar. Alquist habe ich Corin gegeben. So, natürlich alles auf Level 15. So, Nell wollte ich Roy geben. Finde ich ein bisschen kacke, dass die irgendwie ihre Bandfähigkeit nicht hochleveln. So, er hat bei Left, Celestia hatte Sigurd. Ja. So, wie viele Charaktere kann ich noch nehmen? 2. So, wir können nicht alle Charaktere nehmen und mit jetzt allen Brody-Charakteren jetzt hier eine Konversation führen, was ich ein bisschen schade finde. Also wir können jetzt nicht irgendwie, weil nicht. Ich habe mir ja zum Beispiel notiert Jade, Citrin, Lapis und Saphir, Ember. Aber die kann man ja ganz eindeutig nicht alle mitnehmen. Deswegen muss ich jetzt hier mal gucken. Ich werde wahrscheinlich Citrin mitnehmen, damit wir mehr Magier hier haben. Außerdem kann sie heilen. Hoffe ich, wenn sie ja eine Weise ist. Der mystische. Doch Weise. Sie hat Pflege und alles coole Zeug, alles klar. So, sie nimmt dann Celica. Das fehlt mir noch, habe ich Axtkämpfer. Ich habe ja einen Axtkämpfer, aber der bringt es nicht. Ich werde wahrscheinlich, ich meine, er kann auch Axt ausrüsten, aber ich würde schon fast sagen, da 4, ne? Nee, Ember wollte ich mitnehmen, einfach nur weil ich ihm Dings gegeben habe, Lin. Aber sie wäre aber viel stärker mit Lin. Aha. Und sie hat wahrscheinlich nicht Lin halbwegs hochgelevelt, oder? Ich habe Emma jetzt schon auf Level. Ich habe die Charaktere halt alle hochgelevelt. Ich glaube, nächstes Mal werde ich irgendwie erstmal hier diesen Punkt erreichen, wo ich die Kampfvorbereitung schon mal habe, ne? Damit ich nicht irgendwie noch mehr Emblem-Bandfragmente ausgebe, als ich eigentlich muss, weil mir die gehen die irgendwann aus, ne? So, Celica, ne? Celica konnte nur bis Level 10 gelevelt werden, weil ich noch nicht ihre Dings abgeschlossen habe. So, mit ihnen haben wir da noch halbwegs. Ich muss die mal alle umrüsten. Celine, Photron, Lois. Ich weiß nicht, was ich ihm geben werde. Gregory. Offensichtlich irgendwas mit Magie, ne? Erika zum Beispiel Magie. Aber alles andere wäre ein bisschen schwachsinnig. Ich meine, Mikaya wäre natürlich gut, ne? Wegen Magie, aber ja, weil anders kann ich halt nicht machen, grad, ne? Überlebensflammen, wenn sich im Umkreis von 3 Feldern mehr Gegner als Verbündete befinden, die Einheit ausweichen plus 20. Okay. So, und ich bin mir ziemlich sicher. Letztes Mal hatte ich ja noch einige Waffen im Vorrat, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht irgendwie. Also die Ausrüstung, weil ich bin mir nämlich nicht sicher gewesen. Ja, die Ausrüstung wird jedes Mal resettet. Also jedes Mal werden irgendwie die Charaktere irgendwie neu irgendwie ausgerüstet vom Spiel. Weil ich habe mir nicht gewundert, wie das funktioniert auf Screen, ne? Weil wenn ich irgendwie ja zwischen den Kapiteln jetzt hier irgendwie
wenn ich mich zum Beispiel entscheide, noch mal ein Kapitel zu spielen, irgendwann können ein theoretisch ja die Haltstäbe ausgehen, ne? Und ich kann dann nirgendwo was kaufen in dem DLC, was bedeutet, nehmen wir mal an, ich würde jetzt das erste Kapitel 20 mal spielen und ich benutze die ganze Zeit meine Heilstäbe. Irgendwann würden mir ja ausgehen, ne? Und dagegen muss ja das Spiel irgendwie was haben, ne? So eine Sicherheitsmaßnahme. Deswegen habe ich mich gewundert, wie handhabt das Spiel hat eigentlich. Aber so wie das aussieht, wird jedes Mal die Ausrüstung komplett neu verteilt zwischen jedem Kapitel. So, du gibst mir mal das hier. Und das muss jetzt auch jedes Mal die Ausrüstung ja neu verteilen, aber. Schnitter, Panzerbrecher, Schnitter. Hier sollte ich vielleicht das Donnerschwert geben. So, irgendein Grund, ja, das Stahlschwert ist stärker. Na, ich gebe dir das Donnerschwert. Alchris, hast du einen Lang, du hast einen Langbogen, alles klar. Stahlmeister, Lang, haben wir alles, okay. Zitrin, Erneuerung. Weiß nicht, ob wir das brauchen werden. Ich hätte lieber mehr Elfenlicht zum Beispiel. Und Ember, du nimmst, das ist aber bestimmt auch noch was hier haben, ne? Speer. Nimm das. Und so viel Auswahl habe ich ja leider nicht an Waffen. Nach meine anderen Charaktere habe ich natürlich wieder nichts, ne? Damit sieht, wie sieht's mit dir aus? Bist du immer noch schlecht? Oh ja. Pff. Wenn der Typ nicht irgendwie zum stärksten Charakter irgendwann wird, ne, dann weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie sehr auffällig. Kann nicht sein, dass sie so mächtig ist und er ist einfach gar nichts. Er hat nichts drauf. Küss ja mal an. Und die muss ich auch noch beschützen, ne? Weil wenn er kaputt geht, dann ist Game Over. Das ist schon ein bisschen mies gemacht vom Spiel. Ich muss ihm wortwörtlich aus allen kämpfen. Ich könnte ihn auch eigentlich mit Kaya geben, ne? Dann kann er wenigstens heilen. Aber wen gebe ich denn an ihn? Ich könnte an ihn tanzen lassen. Na, warte mal, für dich will ich auch was anderes außer nur einen Heilstab. Warte mal, so. So, mal ein paar Stäbe ja. Standby, auf die wir zugreifen können, vom Vorrat aus. Stärkung zum Beispiel. Gibt ja eigentlich gar keinen Grund, jetzt hier Stärkung und so was alles hier aufzubewahren, ne? Okay. Dann. Gibt es irgendwelche Schätze? Nee. Das heißt, ich kann jetzt chillen. So, ich weiß nicht, was das hier ist. Warum das hier so ein. Ist das einfach nur so ein Schutzfeld hier? Gefällt mir nicht. Ich glaube, ich muss hier echt warten. So, ist das magisch? Das ist magisch angesagt. Und ihr könnt das unendlich einsetzen. Das finde ich gar nicht gut. Warte mal, du hast einen, du könntest einen Panzerbrecher gebrauchen. Wir hatten Panzerbrecher gehabt. Diamant, ne? Ja, Diamant habe ich bei mir. Jemand mehr einen Panzerbrecher? 10 Resistenz. Sie ist ein Berserker hier. Ja, ne, sollte ich mir vielleicht mal anschauen, ja. Das ist John, ja. Ein Kampfmeister. Oh. Wie sieht es mit Dings aus? Mit er ist auch Berserker, General, Scharfschütze, Königsritter, Erzritter.
ja, er war ein Erzritter, genau. Greifenritter, Schwertmeister, Weiser, Weiser. Bauchfrei. Okay, sie sind Krieger, Rittmeister, Kampfmeister, sie sind Kampfmeister. Kein Oberpriester, okay. Ja gut, dann 31 Schaden. Okay, der bewegt sich nicht. Der hat einen Stahlbogen. Ich glaube nicht, dass ich hier im ersten Zug relativ viel machen kann. Ich glaube nicht, dass ich hier relativ viel machen kann im ersten Zug. Okay, ihr seid gar nicht so stark. Ich glaube, er kann das hier schön tanken. Ne, kann er nicht. Einer von denen mit dem Brechen. Ah, dann sind ja auch die noch. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier machen soll. Egal. So, alle ausgerüstet, ja, ne. Wird schon irgendwie klappen, ne? Die Mondwelt 3, Kriegsfahrt. Let's go. Magiekanonier können mit Kanonen über große Distanz weg angreifen. Gibt stets auf ihre Reichweite. Die Gefahrenzone für Magiekanonier unterscheidet sich optisch von den normalen Gefahrenzonen. Okay. Inwiefern? Ist da kein Unterschied? Diamant und Alchemist besiegen. Nell, Nil oder Daniro wird besiegt. Wie sieht das hier anders aus? Sieht genau aus wie das auch. So. Ich glaube, wir sollten schon hier chillen, ne? Ich glaube, wir sollten uns wortwörtlich nicht bewegen hier im ersten Zug. Okay, hey, was? Jetzt sehe ich die Reichweite hier. Da kann auch nicht der sein. Oh, er. Magieprojektil. Oh, das ist aber nicht nett, ne? Ja, schon im ersten Zug, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Ich sag meine an, ich kann mich gar nicht bewegen hier. Was ist das denn? Ich sag mal für eine billige Startposition. Okay. Natürlich sind die gut gegen Magie. Ich glaube, ich muss ja schon direkt jemanden abschießen irgendwo, ne? Ich glaube, ich weiß auch genau wen. So. Okay. Oh, hey. Das geht natürlich auch, ne? Dann machen wir mal das, ne? Hallo. Ja, warum bin ich jetzt schwächer damit? Mitgenommen. Ja, ich würde mal gerne den als erstes erledigen, ne? Weil der ist ja richtig mies positioniert da. Kann mich ja nirgendwo wieder bewegen, ohne irgendwas zu machen. So, das sieht doch schon viel besser aus, ja. So, und er kann mich dann. Ach, der magische und.
Du hast ein Speer, aber dich kann ich aber auch hochheilen. Kann ich dich erledigen? Ich kann nicht da festnageln. Ich muss meine Dinge so schnell wie möglich einsetzen, habe ich so ein Gefühl in dem Spiel. Ich muss das hier einsetzen, ne? Nein, kann ich nicht. 23. Das wird sogar reichen. Dann kommt er aber mit einer Lanze. Hier sind mir zu viele Gefahrenzonen gerade. Aber ich kann aber bestimmt einfach so hier reingehen, ne? Guck mal hier. Er kann die beiden Leute hier. Warte mal. Ich sehe jetzt nicht. Voll nervig. Wenn ich dich mit Ike hier reinschicke, ne? Kein Kontern für einen Zug. Freund der Lagos. Kann ich dann immer noch gebrochen werden? Ja, ne? In dem Feld zu Beginn des Kampfes kriegt plus 1 für jeden. Okay. Natürlich hast du kein Dings. Kein Donner. Ach. So, was ich jetzt hier mache, ist ich an. Da kommst du ja hin. So, und er braucht natürlich zwei. Ja, bitte war ich aus. Gott sei Dank. Ah, cool. Okay, sehr gut. Okay, warum kannst du mich noch treffen? Ah, okay. Dann gehe ich hier hin, mach den Platz. Er trifft auf plus 15. So, wenn ich im ersten Zug schon so viele Gegner erledige, dürfte das ja eigentlich noch halbwegs gut sein, ne? So, triffst du jetzt? Okay. Das verwirrt mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er ihn jetzt gleich treffen wird oder nicht.
Ich weiß nicht, ob er gebrochen wird oder ob das irgendwie was macht überhaupt, aber werde ich ja sehen. Und ich mache hier hin. Du bleibst mal wieder in Sicherheit, weil ich muss mich beschützen vor wortwörtlich allen. So, er wird wahrscheinlich gut gegen die Dingens hier sein, ne? Gegen die. Oh, die Musik. Okay, macht ja gar nichts an Schaden. Ah, die Musik kenne ich aber. War mal schon im Hauptspiel. Ah, der kommt alle näher. So, ich hoffe, ich wurde mein Angriff jetzt nicht abgebrochen, ne? Nö. Great. Der heilt sich dadurch hoch. Ich weiß gar nicht, wo er die Heilung herbekommt, ehrlich gesagt. Die Sonne? Irgendwie hat er keine Sonne. Warum hat er keine Sonne? Ach, da wird sogar... Stimmt, Ether tut ja eigentlich heilen. Mhm. So, was mache ich jetzt gegen ihn hier? Muss ich einfach an dem vorbeilaufen? Da hast du halbwegs... Oh, wow, da hast du halbwegs... Ich nehme jetzt mal sehr stark an. Die werden damit nicht doppeln können. Von daher ist das jetzt nicht so schwierig. Ja. Ja. Was zu machen, ne? Alter, was ist das denn? Schaden. Ja, ich habe einigen Leuten Kraftimpuls gegeben. Ich habe vier meinen berittenen Einheiten Kraftimpuls gegeben. Damit die halt sich viel bewegen können und halt dann auch dementsprechend viel Schaden machen. Ich mache mal fertig. Da muss ich ja wortwörtlich hier die Gegner von linken und rechten Seite ignorieren, ne? Hey, was geht? Also ich schieße irgendwie mit Dings ab hier, mit Amber. Ah, sie ist dann nicht in Reichweite. Okay. Der Angriff von ihm hat ihm Auge gebrochen. Zack. Boom. Ah, da wird aber nervig dann, glaube ich. Da muss ich ja die ganze Zeit hier acht geben auf die Leute. Ja, guck mal, wie ich mich hier jetzt bewegen muss. Was ich auch noch machen könnte, ist, ich könnte Celica nehmen, ne, und hier Teleportation einsetzen. Aber ja, guck mal hier. Sind natürlich auch noch einige Leute. Das heißt, alles, was ich machen kann, ist, die zu ignorieren. Wenn er übelst nervig ist. Oder ich kann hier mit ihm ja die abschießen. Kann ich wahrscheinlich auch machen, ne? Bis der wieder seine Ladung bekommt, ist wieder... Bis dahin ist das schon wieder... viel zu lange. Oh Gott, ich werde das nicht mögen, ja, der Kapitel. So, du hast eine Stahlachse, 37 Angriffskraft. Die beiden treffen mich. Ah, du hast Ragnel ausrüsten, ein Schwert von Ike. Da muss ich eigentlich hier noch warten, ne? Eine falsche Bewegung mit ihm und der ist weg vom Fenster.
Weiß nicht, ob mir das gefällt. Schweigeprojektil. Ich werde niemals das Maul halten. Ah, wir sind einfach in einer anderen Richtung ausgewichen. So, da kommen sie natürlich wieder alle. Okay. Ist das nervig gerade. Oh, beinahe. Ist das Urban 2 Reichweite? Nee, das Ragnar 2 Reichweite. Oh Gott. Und wahrscheinlich kommt von hinten auch noch Gegner, ne? Wie viel wollen wir wetten? Und direkt von hinten, ja. Oh. Meine Strategie ist jetzt ehrlich gesagt hier ein bisschen zu verweilen. Ich kann auch mit ihr hier reingehen, ne? Ja, ne? Ja, ne, Panzerbrecher. Aber ich kann hier nicht reingehen, weil hier ist einer, da ist einer. Und ich weiß nicht, ob ich Rettung habe. Rettung habe ich, glaube ich, nicht, ne? So, oh, er kann mich gar nicht treffen. Wenn ich hier reingehe, ne? Mal kurz was gucken. Wenn ich hier reingehe, dann werde ich zwar von dem Drachen. Ach, da kommen auch noch welche. Starschwert 29, 29. Aber. Wenn ich ihr Elfenwind gebe. Wenn ich ihr Elfenwind gebe, ne? Was ich jetzt einfach mal mache. Und das ist immer ihr platt. Mal ganz kurz gucken, und zwar wenn ich hier hingehe und dann 1-2 mache, er trifft mich, ist er effektiv gegen, er ist nicht effektiv gegen. Ah. Und ich will ihn auch nicht treffen, weil er ausweichen bekommt, ey. Ich will jetzt erstmal die aus dem Weg räumen. Wenn ich mit ihm aber hier tanze, ne? Ich doch schon zum dritten Mal, ne? Ich muss was gucken. 122 90 85, ne? Im nächsten Zug vielleicht. Ich möchte diese hier aus dem Weg räumen. Reiß mich. Kannst du es wagen? Muss aber. Ach. Ah. Oh, ist halt gerade unglaublich nervig. Ich muss ja warten erstmal.
ihn nicht, Mann. Okay, cool. So, damit treffe ich den auch halbwegs nicht. Mit dem Ohrwand treffe ich den eher. Was? Warte mal. Hast du Miniaturbogen? Nein, hast du nicht. Warte mal, wenn ich hier hingehe, dann doch, dann trifft er mich. Ich habe gedacht, wenn ich einfach zu nah an ihn herangehe, dann kann er mich gar nicht treffen, aber doch tut er. So, irgendwie muss ich jetzt den Drachentypen da anlocken. Ich meine, die Ballista hat nicht so viel Schaden gemacht, ne? Gehen wir mal links rum, würde ich sagen. Boah, ich will ihn nicht so weit entfernt haben. Aber erst wenn du mal auf ihn losgehst. Ich kann natürlich auch den hier machen. Den bestimmt ein bisschen zur Ablenkung, ja, ne? Okay. Das hat gar nichts an Schaden. Au. Daneben. Oh, die Explosion im Hintergrund. Hat die Axt weggehauen? Au! Oh, ich dachte, er hätte überlebt. Okay. Aber ich mache platt. Ich wusste, da kommt noch mehr. Das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott, das ist so nervig gerade. Boah, ich dachte, ich hätte es jetzt hier, aber so, ich habe einen Wirmtöter, der wahrscheinlich voll viel Schaden macht, ne? Nö. Ah, wie kannst du eigentlich nur fast die Gegner töten? Das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. So, gleich kommen wir mit ihm mal. Ich gehe sowas von in den Dingen hier rein, damit ich einen von denen erledigen kann. Aber ich weiß nicht, ob sich das irgendwann noch lohnt, ne? Weil gleich kommt schon hier wieder ein neuer. Und da bis dahin sind wir schon aus deren Reichweite. Hier, hier könnte ich mich hin. Hier könnte ich hingehen mit ihr. Gar nicht getroffen. Nee. Bringt's leider nicht. Hm. Okay, da ist ein bisschen nervig gerade. Dich mal hier hin oder kann ich dich erledigen? Nee, ihr beiden schafft das schon. Fährt die Trefferchance nicht. Was soll ich machen, ne? Okay,
Natürlich muss ich das jetzt irgendwann ja wieder blöde Verstärkungstruppen kommen, die mir hat doch tausendmal erschwerigen. Ja, kannst du die erledigen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Ah, der kontert. Oh, hey, ich habe ja auch noch. Da, nein, das gibt's doch jetzt noch nicht. Ja, was mein Crit? Der war jetzt sehr gut. Nein. Ja, gut, dann mach du ihn platt. Triffst du ihn? Nö. Ist er hier mit? Ja, das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, mit Amber hier gleich noch mal einen abzuschießen. Ich komme im nächsten Zug nicht dahin, das gibt es jetzt einfach nicht mal. Oder 1, 2, 3, 4, 5, also okay, nee, boah. Ich komme da nicht ran. Wir kommen ja voll die Fire Emblem. Fire Emblem Fates, na. Ich vergesse immer die deutschen Namen von den Spielen, ja. Ja, Conquest und Birthright. Ich glaube, die heißen nicht Eroberung und Geburtsrecht. Mit ziemlich sicher, die heißen nicht so. Was? Bin ich auch ein bisschen mies, dass die mir nicht die Reichweite anzeigen von den Dingern. Oder ist das die Reichweite von denen? Ja, das ist auch mehr, oder? Oder? Also der normale Reichweite, ne? Ja. Teils, wenn ich na, ah, aber ich kriege ihn nicht gekillt, habe ich gerade gesehen. Okay, ach na, komm. Okay. Ich merke dann auch, wir haben, wenn er sich uns irgendwann anschließt, dann haben wir den ersten grünhaarigen Charakter in unserer Truppe. In Fire Emblem ist das ein Big Deal, weil halt grünhaarige Charaktere, wenn immer irgendwie, weiß nicht, mit irgendwas Besonderem hier verbunden. Grünhaarige Charaktere sind meistens immer stammen meistens immer irgendwie ab von irgendwelchen göttlichen Leuten. Aber ich glaube nicht, dass das gut ausgehen wird hier. Oh, das gefällt mir nicht. Ich mache lieber Enya. Ah. Weil grüne Haare bedeuten immer irgendwie so, die sind, ich stamme irgendwie von den Göttern ab oder so. So Manaketen, die haben meistens irgendwie grüne Haare in früheren Spielen, so Tiki und Co. Ja, Tiki und Naga oder wie auch immer heißen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss hier reingehen. Ich hinein kann und so, ne?
Okay. Oh, mal wie das ausgeht hier. Ah, jetzt bin ich den seine Reichweite. Reiterprojekt hier, willst du mich auf den Arm nehmen? Wie von den Dingern gibt es denn noch? Okay, null. Okay. Heilige Haltung! Ach, hört man einfach nur so im Hintergrund. Heilige Haltung! Du triffst mich nicht, bäh! Okay, er geht auf, obwohl er ihn brechen kann. Verdammt. Stimmt, ich hätte noch die Waffe ändern sollen. Was mache ich hier eigentlich? So, ach. So, du musst hier rein. Du bist, glaube ich, der MVP hier in dieser Gruppe. Und wie cool. Ich sehe gerade, er ist voll in Gefahr gerade. Hm. Aber das lässt sich noch ausbügeln, glaube ich. So, das noch einmal, verdammt. Wenn du Crit ist, dann ist er tot. Mach das mal bitte. Hey, danke. 69. Ich kann aber gucken. Ja, sie kann die Leute ja treffen in dem Ding, ne? Ah, guck mal hier. Und ich kann dann auch wieder zurückkommen, weil. Ja, wenn dann gleich noch mehr Verstärkungsturm kommen, dann ist sie sowas von tot. Also ich könnte hier reingehen, ne? Er kann mich ja nicht treffen. Dann kann ich ihn erledigen, ne? Aber wenn dann gleich noch mehr Verstärkungsturm kommen, dann bin ich tot. Ach, ihr macht mich fertig mit euren fast tötenden Elfenwind. Ja, ich kann natürlich auch. Ja, doch. Nee. Uff. Wie viel macht das Schaden? Das wird sogar reichen. Na klar, wird das reichen. Ich glaube, jetzt auch dran. Ja, ne. Okay. So. 81%. Ich überlege jetzt echt, sie da reinzuschicken. Aber er ist ja auch noch am Rumlatschen, ne? Auf 45%, das ist eine Menge. Komm. Oh, ehrlich, 45%. Sie wollen mich hier auf den Arm nehmen. Oh, der trifft wahrscheinlich nicht. Nächsten Zug vielleicht. Ja, das ist mir ein bisschen schwer. Ja, so sieht ein Crit aus. 5%. So, ich glaube, ich werde ihn mit dem Kaya verbinden lassen. Wo ich die Heilung vielleicht gebrauchen könnte irgendwann. Aber die werden halt ja wohl alle aushalten, ne? Der ist ja der Einzige, der uns treffen kann, ne? Ah, du hast ja immer noch...
Neugierigen betrachtet, ist das jetzt nicht so eine Verschwendung. Ich habe ja neue Sachen immer nach jedem Kampf bekomme, aber ist trotzdem relativ nervig gerade. Ach ja, von unten rechts kommen wir auch noch welche jetzt. Ne? Warum hast du dich geheilt? Ja, weil sie von Celica irgendwie so eine Fähigkeit hatte, ne? Diese Projektierleute sind ehrlich gesagt nicht so stark. Aber so, jetzt glaub mal bloß nicht, dass ich jetzt hier warte. Ich weiß, wir sind schon leicht aus der Reichweite von denen, aber ich mach da jetzt trotzdem. Erst einmal. Seid ihr schnell genug? Nö. Okay. So, also ein Crit wäre natürlich wieder gut. Warte. Sicherheit, keine Sorge. Das ist mir jetzt sowas egal, ob wir schon außer Reichweite von denen sind oder nicht, ne? Aber ich würde ehrlich gesagt noch ein bisschen chillen. Ich tue den genau ein HP mehr erledigen. Na, das werde ich schon irgendwie schaffen, Mann. Ich muss halt irgendwie so einen Ort haben, wo ich mich bewegen kann, ohne irgendwie von denen genervt zu werden. Ey. Ich meine, hier kommen schon die nächsten wieder, aber ja, zu Beginn des nächsten Spielvereins mit Treffergarantie ausführen. Die einer fehlt. Die werden aber bestimmt das einsetzen und ihre Waffen hier vollkommen crashen, oder? So, dann mache ich Folgendes. Ne? Mache ich Teleport Ragnar, gehe hier hin, ich kann eigentlich ihn erledigen, ne? Weil sie kann ja ihn kontern mit Magie, ne? Und sie ignoriert ja Ausweichbonus und so, ne? Er aber nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird sie nicht mit einem Schlag one-shotten, ne? Oder doppeln oder so, ne? Und er kann auch nicht den Langbogen einsetzen, weil das Gebiet zu klein ist. Das heißt, ich kann jetzt ja einfach reingehen, ne? Und mach den Platz. So, jetzt haben wir hier erstmal unsere Ruhe. Und selbst wenn jetzt hier irgendwie so fliegende Einheiten oder so kommen, ne, sie bekommt ja immer noch Ausweichen. Was jetzt nicht so viel ist. So, er bekommt Ausweichbonusse, aber mystische ignorieren ja Ausweichbonusse, ne? Das heißt, ja, zur Not habe ich noch Purgativ, um ihn, um sie hochzuheilen. So, jetzt sieht er Kampf fällt schon ein bisschen angenehmer aus, ne? Jetzt muss ich mich hier nicht die ganze Zeit auf blöde Fernangriffe einstellen. So, jetzt muss ich irgendwie hier, aber es warten ja auch schon wieder die nächsten. So, jetzt kann ich wenigstens, falls es irgendwie nervig wird, hier mich irgendwie zurückziehen mit einigen Charakteren. So, ich habe
irgendwie Bock zu sehen, wie du hier dein Ding ja verballerst. So, wenn ich hier einen Haufen Gegner Charaktere reinpacke, ne, dann wirst du aber bestimmt dein Dings einsetzen, ne, deinen Flächenangriff. Oh, wird kein Gift. Da hatte ich jetzt gar keine Lust, Mann. Er wird nicht sein Dings einsetzen, ne? Sein super Dingen. Okay. Ja, mich da anzunähern wird natürlich jetzt ein bisschen nervig, aber wird schon irgendwie klappen. So. Ja, ich treffe dich darin, ja. Hast du nicht gedacht, ne? So, wenn jetzt nicht genau an dem Punkt irgendwie Verstärkungstruppen kommen, dann ist halt alles okay, doch. Alles klar, gut. Dann sie hat sich hoch, ist klar. So, und sie kann sich da raus teleportieren wieder, ne? Ich muss ja niemanden angreifen, oder? Jetzt muss ich erstmal warten, bis da jemand kommt und mich meine Reichweite kommt. Weiß nicht, wie er funktioniert. So. Haben wir die Türme eingenommen, ne? Hätte es dann nicht gedacht, ne? Mich schon, jetzt fühle ich mich schon so ein ganz klein bisschen sicherer. Ein Crit bitte. Oh Mann. Ah, bekommt ganz eine Geschicklichkeit. Stimmt. So, da hat sich gerade einer bewegt. Wo? Er, ja. Ich weiß nicht, warum er sich jetzt ausgerechnet da raus bewegt hat, aber... So, die Typen scheinen irgendwie nicht so gut zu sein im Treffen, ne? Deswegen würde ich sagen, ich gehe da mit Sigurd hin, ne? Wir können ruhig weiter auf Diamant drauf ballern, ne? Dann kriegt er wieder sein Dings ja voll, seine Bündnisanzeige und so. Na. Und dann chillen wir mal hier. Er kann eigentlich da am Leben bleiben, ne? Das mal Gnade walten, ne? So. Göttliche Inspiration. Wenn natürlich im Hintergrund. So, ich würde schon eher auf ihn losgehen mit Celestia. Da kann ich mich dahin teleportieren mit. Ich glaube nicht, ne? So. Ich kann den von hier sogar schon erreichen. So, auf ihn kann ich da so hingehen wahrscheinlich, ne? Nicht in der Lage ist, sie zu doppeln, ne? Doch ist sie, aber macht nicht genug Schaden, ne? Ach, der ist außen so ein Ausweichding, ne? Soll ich dahin teleportieren? Ich gehe mal auf die rechte Seite. Ja, bestimmt ihn ja erledigt, ne? Die scheint es irgendwie mit dem Treffen nicht so zu haben. Er hat Elfendonner 32, aber sie hat eine Menge Resistenz, ne? Blö.
Also ihn kann ich ganz einfach hier mit Corin erledigen, ne? Ich könnte mit meinem Alchrist reingehen, ne? Und den einfach hier mit Corin erstmal debuffen. Ja, euch halte ich mal. Übrigens immer noch nicht Bündnis Plus ausprobiert. Muss ich auch mal machen. Ich fand irgendwie noch keine Situation, wie ich das ausprobieren soll. Weil ich dauernd in Gefahr bin und alle meine Charaktere immer braucht für alles Mögliche. Ich finde, die einfachste Strategie wäre jetzt eigentlich wieder zu warten, bis Amber sein Ding voll hat, ne? Dann ballern wir die einfach wieder kaputt, ne? Ich weiß auch schon wie. Dann muss ich noch nicht mal eine Ding einsammeln. So. Haben wir keine Verstärkungstruppen mehr. So, nimmst das. So, dich kann ich treffen. Müsst auf mich losgehen. Frost, Schweige. Du hast Donner. 32, das bedeutet. Du machst 32. 13 Schaden. Du hast magische und du hast nur magische, du machst mir gar keinen Schaden. Also ich kann einfach hier reingehen, ne? Und ich kann mich ja danach noch mal bewegen, ne? Ich habe auch ganz vergessen. Okay, cool. Gar nicht so schwierig, finde ich gerade. So, er kann mich jetzt treffen, aber er hat da magischen Schaden. Das heißt, er macht da nichts an Schaden. Warten wir ja. Hier wird langsam mal sicher schon wieder Diamantsding aufladen. Und du machst neue Schaden. Oh nein, bitte sei nicht verschweigt jetzt. Hast mich gerade geschweigt. Verschweigen lassen. Oh. Ich komme jetzt hier, Leute. Mann, ich war so gut wie fertig hier. Boah. Ja, 26, 29. Mal überreiten. Ah, schade. Okay, das war natürlich wieder klar, ne? Ich kann hier nicht in Ruhe Leute fertig machen, ne? Das Problem ist, ich weiß nicht, von wo immer die Verstärkungstruppen kommen, ne? Und ich möchte jetzt sie nicht da reinpacken, einfach nur weil. Kann ich ihn überhaupt erreichen? Kann ich sogar. Pff. Ja, aber dann ist sie ja voll in Gefahr. Also warte, ich lasse die mal da drinnen erstmal. So. Du müsstest natürlich wieder genau in den Moment kommen, wo ich hier schon fast fertig war. Jetzt muss ich wieder meine. Jetzt muss ich die wieder abziehen lassen, damit sie ja nicht verreckt. Was eine Lanze ist klar.
Na gut, dann so, und ich glaube, nee, lass noch mal einmal angreifen, damit halt da brauche ich ein paar Leute hier auf der Seite. Könnte mal ihn abschießen, ja, damit er wieder sein Ding ja aktivieren kann. Ja, gerade perfekt. Ich war so gut wie fertig auf der rechten Seite, ne? Ja. So, und er muss jetzt noch dreimal angegriffen werden, dann kriegt er sein Ding voll. Die haben aber auch echt nichts hier mit dem Treffen drauf, ne? 7%, ehrlich. Ich hätte schon gesehen. Ich meine, der hätte mich nicht getötet, aber trotzdem muss nicht sein. Wir werden auf der linken Seite kommen jetzt auch welche. Okay, er bewegt sich jetzt auch, alles klar. Hi, na. Willst du mich treffen? Ich werde doch nie im Leben noch mal mit 7% getroffen, oder? So, die haben eine Treffergenauigkeit von 67, irgendwas mit 30, 39 oder so. Oder nur 30, keine Ahnung. So, mit dem muss ich irgendwas hier machen. Treffer-Sicherheit, Mann. Okay, mach. Ah. Was sind diese Treffer? Genau, ich kann, nee, ich hasse es, gegen Greifenrittern zu kämpfen. Oh mein Gott, ich habe jemanden getötet. Ich kann eigentlich Dings einsetzen hier. Oh, was war? Nee, das ist besser. Viel besser. Aber Treffer plus 15. Dagegen kannst du nichts machen. So. Ah, und er bewegt sich jetzt hier runter. Ach, dieser Sack. Er hat sich jetzt da wegbewegt. Der hat sich jetzt da wegbewegt, damit ich hier, weil er auf mich zukommen will. Ich war noch nicht fertig mit dem Mann. So, ich bin fertig, kommen wir vielleicht wieder runter. So, da sind Axtkämpfer. Ich bin mir ziemlich sicher, die werden nicht auf ihn losgehen, wenn sie auf sie losgehen können, aber gucken wir mal, was hier passiert, ne? Sie hat genügend Ausweich, ne? Komm. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. So, nur muss ich sie halt irgendwie da raus teleportieren. Ach gut, das habe ich jetzt gerade mit ab. Ah, geh mal auf, geh auf sie los. Nee, ist mal weg da. Geh auf Diamant los. Ah,
Nein, geh auf Amber. Ah, 2%. Weiß nicht, warum du jetzt noch weniger Treffsicherheit hast, aber okay. Ich nehme an, ich muss Schaden nehmen, damit das funktioniert. So schweigen und was weiß ich nicht alles, ne? Oh, oh Gott. Ich hasse es. Ein Treffer und ich bin weg. Ah. Oh Gott, ich hasse es. Das war richtig gerechnet, so 39 hatte ich gesagt, ne? So, aber die Situation haben wir auch erledigt. Schon gute Sachen hier anstellen, ne? Im Fire Emblem. So, ich will jetzt lachen, wenn ich dich mit Einschlag wegpusten kann. Ah, ich vermisse seine Silberaxt. Sehe ich doch gerne. Problem ist, ich weiß gar nicht, was dieser Emblemring von Diamant drauf hat. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ah, geh mal nach rechts, da sind mehr Leute. So, du. Wo bist du? Viel zu weit entfernt. Geht eigentlich noch. Schleich mal so ganz nah an die Leute hier ran. Falls da nichts gegen. Nee. So. Langsam aber sicher. Wenn die Leute hier weniger. So, was ich dann machen werde, ist folgendes, ne? Dann gehst mal hier raus, ne? So, ich weiß jetzt so ein Ding zum Aufladen, aber er hat nur noch ein, zwei Dinger hier. Von daher mache ich den hier, ne? Ne, ich weiß, was ich mache. Platziere dich jetzt genau hier rein. Du wirst nicht verrecken, ne? Da kann ich dich hier platzieren. Wir müssen noch mal eingetroffen. Wir haben liebsten beide ja angelockt bekommen. Also viel Schaden können die ja nicht machen, ne? Was das Reiterprojekt hier. Wenn ich ihn aber da reinpacke, dann. So, das mache ich, ne? Dann mache ich Drachenader, mehr ausweichen und so, ne? Er hat Momente anscheinend. So, ach, ich glaube, das lässt ja.